Nachdem ich mich jetzt sehr gründlich vorbereitet habe, die Oberfläche sozusagen vorbehandelt habe, so im großen Ganzen auch jetzt diesen sogenannten Edelpaketboden vorbereitet habe, kommt jetzt der Hauptteil meines Workouts, den man natürlich auch entsprechend begegnen muss, mit viel Stolz natürlich, und zwar das Nasswischen. Das Nasswischen hat jetzt die Komponente, dass sie sozusagen die mittleren Schichten der Muskulatur beanspruchen, wo wir dann letztendlich natürlich auch tiefliegende Fettschichten behandeln und diese wiederum, wir werden sie eliminieren sozusagen, sie werden ihr fettlos, ihr Zwischenschichtenfett, das ist das sogenannte Fett, was wir nicht haben möchten, und ich habe mich jetzt vorbereitet, also wie Sie sehen natürlich, edles Werkzeug mit einem Eimerchen, wo natürlich sich Flüssigkeit darin befindet. Und tauchen wir jetzt diesen sogenannten Wischmopp. Ich nenne ihn mehr so den Anti-Fett-Mopp, Fett-Mobbing. Natürlich mit leichtmütigen Bewegungen machen wir jetzt erstmal ein bisschen nass. Und wenn man raushebt, sieht man, die Flüssigkeit läuft davon. Dann stellen wir hier rein und jetzt kommt mein Trick, mein persönlicher Trick. Achtung! So! Das Ganze natürlich im Körper spannen, vor allem die Hinterpartie, hier oben festhalten. So, und dann sehen wir, der Wischmopp ist entsprechend strukturiert. Und jetzt kommt das Wichtigste. Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt die Mitte. Die Mitte vom Körper. So, und jetzt ist wichtig, dass wir natürlich gleichmäßige rhythmische Bewegungen, so von rechts nach links, das kann natürlich auch in zwei verschiedenen temporären sogenannten Takten funktionieren. Das nenne ich den einen den Stoßtakt und den Zugtakt. Der Stoßtakt, das ist der Bereich, wo man gerne mit etwas Explosivität arbeiten darf. Und der sogenannte Zugakt, das ist der etwas geschmeidigere, und das darf man auch gerne mit leicht rhythmischen Bewegungen in der Hüfte, so natürlich auch gleichzeitig noch ein bisschen diese Beinarbeiten dabei, so, dann hier ein bisschen rüber, da, natürlich immer darauf achten, dass man hier im Körper aufrechte Haltung hat, Körperspannung, und natürlich auch immer sich in seiner sogenannten Mitte befindet. Nach jedem Satz sagen vier sozusagen Stoßbewegungen und vier sogenannte Zugbewegungen machen wir eine kurze Pause von ein paar Sekunden, beruhigen den Atem und legen dann sofort raus. So, jetzt ist das ganz Wichtige, was man nicht vergessen darf, ist zwischendurch sollte man auch mal sein Putzwerkzeug angucken, ob es noch in Ordnung ist. Ja, dann nicht vergessen, das Ausspülen auch hier lässt sich das hervorragend mit leichten Drehbewegungen besser akzentuieren, sodass natürlich hier auch ein sogenanntes Workout entsteht beim sogenannten Putzmob reinigen. So, gerne natürlich auch wieder ein bisschen locker in der Hüfte. Yeah, so und auch mal so. Also man sollte darauf achten, dass es eben nicht einseitig, sonst gibt es eine sogenannte Dysbalance zwischen den übrigen Muskelgruppen. Ach ja. Und dann wieder das Wichtigste. Auch dazu stellen wir uns ganz aufrecht hin. Und jetzt gehen wir los. Dann auch mal mit links natürlich logischerweise. Mit der linken Seite. Ja. So, sehen Sie mal. So, und dann rausziehen, hochnehmen, begutachten und sagen, ja, es geht weiter. Das Ganze natürlich immer mit einem leichten Rhythmus in der Hüfte. Man sollte immer daran denken, das Wichtigste bei der ganzen Geschichte ist, dass es Spaß macht. Und dann gehen wir natürlich auch mal, wenn man vorher also diese Richtung gemacht hat, ist es wichtig, dass man natürlich auch mal in diese Richtung fährt. Allein schon von der Körperkoordination ist das natürlich eine spannende Sache. Wenn man hier natürlich sozusagen auch diesen asymmetrischen Rhythmus reinkriegt,
Und schon, muss ich Ihnen sagen, ist hier alles blitzeblank. Und natürlich auch mal Sachen machen, die jetzt nicht so komfortabel sind, wie zum Beispiel auch in den Ecken wischen, ganz hinten. Das auch ist eine spezielle Komponente für, wenn ich es wüsste, ich würde es Ihnen sagen, aber ich weiß es nicht. Und Sie sehen, auch hier ist ganz klar eine Komponente für den kardiovaskulären Bereich dabei. Dazu stellen Sie sich am besten so genauso bescheuert hin wie ich und denken, mein Gott, bin ich außer Atem? Und dann schaue ich hier auf meine Fatbit-Bitch und sehe, ja, meine Herzfrequenz befindet sich im optimalen Bereich der anaeroben Szene. No, was steht hier? Kann ich lesen? Uhrzeit. Ja, und wie gesagt, wichtig ist immer diese Zwischenkomponente des sogenannten Drehschleuderns. Auch hier eine ganz klare Komponente für den sogenannten Schwabbelarm, wo viele Ladies natürlich sagen, okay, dieser Trizep, den kann man doch fester machen. Und dann habe ich jetzt gerade das gemacht. So, wieder die Komponente. Jetzt mal rechten Fuß. Zack, zack, zack. Und raus damit. Und weiter geht's. So, und ich kann Ihnen sagen, das sieht gut aus. Das wird hervorragend. Schön geputzt. Da würde ich sagen, ja, das wäre jetzt so der Abschluss. Wir kommen zum Abschluss. Ist natürlich jetzt alles picobello sauber. Und sozusagen zum Abschluss, also zum Schluss dann, wenn Sie sozusagen fertig sind mit dem sogenannten, würde ich sagen, kommt der entspannende Faktor hier in der Mitte. Das ist wichtig. Alles mal hängen lassen. Bisschen, ja, bisschen justieren. Bin ich in der Mitte? Ist er rechts oder links? Nö, ist in der Mitte, alles gut. So, und jetzt. Jetzt kommt dieser entspannende Faktor zu, dass man einfach auch mal sozusagen während der Hausarbeit locker lässt. Ich habe mich bemüht, ich habe mich angestrengt, ich bin zufrieden. Ich habe locker mal 1500 Kalorien weggebart durch meinen extrem geilen Housewife-Workout. Ist wichtig, auch ganz wichtig. Sie müssen das so verinnerlichen, dass dieser Name, der muss fließen. Der muss fließen. Und zwar indem Sie sagen, yeah, Housewife-Workout, done, baby. So, jetzt kommt noch der Faktor, wichtig auch zum Abschluss, das kann man üben, der Selfie-Faktor. Ich fotografiere mich selber, bam, bam, bei meinem Workout zu Hause und werde bei Instagram berühmt. Und wenn ich es gut mache, werde ich sogar bei YouTube-Star. So, und wenn es nicht klappen sollte mit dem YouTube-Star, durch meine Putz-Download-Link oder Affiliate oder DVD, dann werde ich es probieren mit einem, wie nennt man das? Multi-Level-Marketing-System, Struktursystem. So, und da werde ich dann Bilder machen, wie ich am Strand sitze, mit meinem Laptop, mit meinem Latte Macchiato und geile Geschäfte mache, während die Puppen außen tanzen.